gebiebt, Duft aus Blütenkelchen. Bin in einen Mann verliebt, unweislicht in welchen. Ob er Geld hat, ist mir gleich, denn mich macht die Liebe reich. Kinder, heute Abend, da such ich mir was aus. Einen Mann, einen richtigen Mann. Kinder, die Jungs, sing mal schon zum Hals heraus. Einen Mann, einen richtigen Mann. Einen Mann, dem das Herz noch vor Liebe glüht. Einen Mann, dem das Feuer aus den Augen sprüht. Kommt, sei der Mann, der noch küssen will und kann. Einen Mann, einen richtigen Mann. Hallo und privet! Wir sahen gerade einen Ausschnitt aus dem Film Die Verdammten des weltberühmten Regisseurs Luchino Visconti. Die Handlung dieses Films spielt sich im Jahre 1933 ab, also dem Jahr der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten. Wir sehen, wie der Enkel eines Großindustriellen alle denkbaren Gendergrenzen überschreitet und die traditionellen Vorstellungen von einem Mann hinterfragt. Er fragt, was ist ein richtiger Mann? Ja, was würden wir ihm wohl heute antworten? Lasst uns nach Versionen suchen. Dementsprechend heißt unser Titel der Sendung Die Suche nach der verlorenen Männlichkeit. Los geht's. Bei der Recherche zu dieser Sendung mussten wir nicht lange nach aktuellen Beispielen suchen. Zeitungsartikel, Vlogger, TV-Beiträge. Es gibt wirklich eine ganze Palette an Informationen zu dem Thema. In den meisten Fällen wird dabei die Rolle des Mannes in der Gesellschaft, aber auch der Frau, hinterfragt und kritisiert. Nach der Sichtung des Materials lässt sich festhalten. Und Achtung, jetzt kommt ein wenig Ironie ins Spiel. Der Mann verweichlicht und kann sich nicht mehr durchsetzen. Ach ja, und es fehlt ihm an Ritualen, die ihn zu einem echten Mann machen. Dies alles verdanken wir der liberalen und gendergerechten Erziehung, die uns von den Feministen, den Mainstream-Politikern und den Leitmedien eingetrichtert wird. Okay, lassen wir das mal so stehen. Denn schließlich ist Meinungsfreiheit ein wichtiges Gut unserer demokratischen Gesellschaft. Dennoch war es uns sehr wichtig, nochmal dieser Frage nachzugehen und selbst eine kleine Umfrage zu starten, um zu sehen, worin sich die Meinungen ähneln und wo sie auseinandergehen. Also, da werden wahrscheinlich auch sehr viele Frauen dann auf die Barrikaden gehen und sagen, hey, ich will ja gar nicht beschützt werden. Ich kann mich ja selbst beschützen. In dem Sinne, also ich glaube, da sind auf jeden Fall unterschiedliche Leute unterwegs und man findet sich auf jeden Fall seine zweite Hälfte. Somit die starken Frauen werden wahrscheinlich eher so nicht unbedingt die starken Männer sich aussuchen. Und eben die Frauen, die Unterstützung brauchen oder die starke Hand oder die den breiten Rücken, wohinter die sich verstecken können, die werden ganz bestimmt auch findig sein. Natürlich sollte bei jeder Diskussion der Grundkonsens das Grundgesetz sein. Das heißt, jeder sollte das Recht auf freie Entfaltung haben. Aber ich finde, das ist jetzt meine persönliche Perspektive diesbezüglich, dass bestimmte konservative Wertvorstellungen gar nicht mal so verkehrt sind. Beispielsweise, wenn man sich das anschaut in den Schwellenländern, beziehungsweise den zukünftigen Industrieländern, erkennt man sehr stark, dass beispielsweise die erstarkenden Russen, Chinesen oder Inder extrem stark auf die familiären Werte setzen oder beispielsweise in Amerika die bestimmte konservative elitäre Kreise. Deswegen finde ich, dass wenn das in diesen Kreisen ein Erfolg für die gesellschaftliche Weiterentwicklung hat, die familiären Werte hochzuhalten, dann ist es doch was Positives. Man muss ja meines Erachtens nach nicht alles, was von bestimmten Gender-Propheten oder diesen Gender-Ring
Theoretikern propagiert wird. Man muss ja nicht alles akzeptieren. Das ist so meine Meinung diesbezüglich. Aber natürlich hat jeder Mensch, der das möchte, die freie Möglichkeit, das zu machen. Aber ich finde, gesellschaftlich betrachtet, etwas problematisch. Also, ich finde, nicht die liberale Erziehung. Es ist keine liberale Erziehung. Ich finde, die identitäre Erziehung. Es gibt bestimmte Aspekte von linker Seite, die oft, sagen wir mal so, im Kontrast zu wissenschaftlichen Darstellungen von biologischen Tatsachen stehen und sie nicht akzeptieren. Zum Beispiel die Idee des Konstruktivismus, der sozialen Konstruktion von Geschlecht. Diese Idee der identitären Bewegung, identitären linken Bewegung, ist sehr populär an Universitäten und wird von progressiven Kräften gehalten, die auch versuchen, so auf die Gesellschaft einzuwirken, also eine geschlechtsneutrale Erziehung zu ermöglichen. Aber geschlechtsneutral birgt in sich selber viele potenzielle Probleme, weil es gibt überhaupt keinen Beleg dafür, dass alle Unterschiede zwischen biologischen Unterschieden, auch psychologische Unterschiede zwischen Mann und Frau, ein soziales Konstrukt sind. Und Kinder dementsprechend zu erziehen, ist ideologisch und kann auch sehr gefährlich sein. Ich sage es mal so, ganz auf den Punkt gebracht. Nicht alles, was progressiv ist, muss gleich mitgemacht werden. Progressives Denken kann genauso populistisch sein wie auch rechtes Denken. Und da muss man sehr aufpassen. Also, verweichlicht der deutsche Mann? Unfair behandelt. Ich denke, der Mann hat mehr Möglichkeiten, sich selber zu entwickeln, seine Potenziale zu leben. Und ein Mann hat durchaus auch weiche, feminine Anteile. Und wenn er jetzt zum Beispiel sagt, okay, ich mache Elternzeit und ich bin Vater und ich nutze die Zeit mit meinem Baby, dann hat er durchaus auch eine Hormonausschüttung. Man nennt das dann Oxytocin und das Bindungshormon. Natürlich wird er dadurch andere Verhaltensweisen zeigen, als wenn er jetzt nur im Wettkampf ist mit anderen Männern und Testosteron gesteuert wäre. Das bedingt sich sozusagen. Aber ich sehe darin auch einen ganz großen Wert, weil nämlich dann die Bindung von auch Vätern oder Männern zu ihren Kindern auch größer wird. Und ich halte das eher für einen Gewinn für die Gesellschaft. Es gibt, wie wir sehen, verschiedene Meinungen zu dem Thema Männlichkeit. Die einen sehen es positiv, locker und gar ein wenig mit Humor, wohingegen andere das Ganze kritischer betrachten. Einige andere wiederum gehen noch einen Schritt weiter und kreieren Feindbilder. Sie schmücken ihre Kritik mit nationalistischem Denken und Fremdenhass aus, diskriminieren damit ganze Bevölkerungsgruppen bzw. Nationalitäten. Hier ein paar Beispiele. Ich sage, wir müssen unsere Männlichkeit wieder entdecken. Denn nur wenn wir unsere Männlichkeit wieder entdecken, werden wir mannhaft. Und nur wenn wir mannhaft werden, werden wir wehrhaft. Und wir müssen wehrhaft werden, liebe Freunde. Dankeschön, Vanessa. Egal, was dieser Mann sagt, er eckt an damit. Und das ist noch nobel ausgedrückt. Männer von heute sind verweichlicht, sagt er zum Beispiel. Schwule werden von Politikern überprivilegiert. Und es hat einen Grund, warum der Großteil der Erfindungen von Männern und nicht von Frauen stammen. Das Team Stronach hätte den Mann für gestern Abend eigentlich zu einer Lesung nach Wien eingeladen, weil sich seine Bücher ja millionenfach verkaufen und unter anderem auch in 17 Sprachen übersetzt werden. Die Lesung wurde zwar abgesagt, er ist aber heute mit seinem neuen Skandalbuch Die große Verschwulung bei uns. Akif Pirinci, schönen guten Morgen. Guten Morgen. Herr Pirinci, ich lege die Karten gleich offen. Ich bin verheiratet, gehe demnächst zum zweiten Mal in Babypause. Mein Trauzeuge ist schwul und ich finde es cool, wenn meine Frau mehr verdient als ich. Ja. Was ist Ihr Problem damit? Ich habe damit überhaupt kein Problem, wenn Sie das so wollen. Ist das so? Nur. Aber Sie kritisieren es ja, dass dieser Trend zu verweichlichten Männern, da bin ich ja der Prototyp dann, dass der dahin geht.
Das weiß ich nicht. Sie sind eher ein privilegierter Mann, würde ich sogar sagen. Was ist dann der verweichlichte Mann? Der verweichlichte Mann ist, wie wir es zum Beispiel zur Zeit an dieser Flüchtlingskatastrophe sehen, ist ein Mann, also ich rede von Deutschland, in Österreich wird das wohl vergleichbar sein, ist ein Mann, der zuerst mal seine Heimat nicht verteidigt, in dieser Situation, wo eine Invasion stattfindet. Es ist eine arabische, muslimische Invasion und diese Männer gehen einfach, ja, ich würde sogar sagen, schwul zur Arbeit und verdienen die Steuergelder, damit diese ankommende Invasion durchgefüttert wird. Das heißt, wenn bei Ihnen in Deutschland Krieg ausbricht und Bomben neben Ihnen einschlagen, dann müssen Sie kämpfen und es ist feig und verweichlicht zu flüchten. Das ist ja unser Land. Das ist ja nicht, das heißt ja nicht einfach Deutschland, weil es irgendwie jemand das erfunden hat oder was. Das ist ja unser Land. Diese Männer machen gar nichts. Ja, man hat ihnen das abtrainiert. Man hat ihnen die Aggression auch abtrainiert. Ich sehe das ja bei meinem Sohn in der Schule, was da alles, was denen eingeredet wird. Das heißt, Gewalt muss man mit Gewalt begegnen? Nein, das habe ich nicht gesagt. Aber irgendwann ist Schluss. Und die Leute gehen und sagen, ich flüchte lieber und will ein neues Leben beginnen. Ja, wirklich? Also sie flüchten. Wissen Sie, wo Syrien auf der Landkarte ist? Sie flüchten so lange? Ich meine, es gibt ja den Begriff der Flucht. Ja? Dieser Flucht ist Gefahr, ich flüchte. Und die flüchten über, weiß ich nicht, 7000 Kilometern? Das ist keine Flucht. Sondern? Das ist eine Einwanderung. Und hier, wie es hier passiert, zwangsweise. Wohin sollen sie denn dann flüchten? Bitte? Wohin sollen sie denn flüchten? In den Nachbarländern ist es nicht viel besser. Das ist mir doch egal. Irgendwann ist Schluss. Aus Kreisen der Populisten ist immer wieder zu hören, dass die deutschen Frauen in ständiger Angst vor dem Asylanten bzw. Flüchtling leben müssen. Und sie untermalen diese Aussagen mit irgendwelchen beängstigenden Statistiken und Grafiken. Der Täter ist dabei in den meisten Fällen der Südländer. So Türke, Araber, Afrikaner und so weiter. Und bestimmt gibt es auch solche Täter. Wie aber Recherchen renommierter Medien zeigen, handelt es sich bei vielen dieser Informationen um gefährliche Halbwahrheiten bzw. Überspitzungen. Das reale Bild zeigt zwar einen Anstieg bei den Tätern ausländischer Herkunft, dennoch bleibt dieser aufs Ganze gesehen weit unter dem Anteil der Deutschstämmigen. Man muss aber auch dazu sagen, dass sich der Blick der Presse nämlich oftmals eben auf jene Fälle konzentriert, an denen Personen mit Migrationshintergrund beteiligt sind. Warum das so ist, seht euch dazu eine unserer ersten Sendungen zum Thema Medienpanik an. Aber zurück zu unserem Thema. Im zweiten Teil unserer Umfrage haben wir die Leute gefragt, ob sie denn tatsächlich denken, dass das Verhalten von Männern gegenüber Frauen von der Nationalität bzw. der ethnischen Zugehörigkeit abhängt. Das haben sie uns geantwortet. Nein, das glaube ich überhaupt nicht, dass man von Nationalitäten ausgehen kann, weil in jeder Ethnie, in jeder Volksgruppe oder Nation gibt es unterschiedliche Milieus. So, und da sind sehr gebildete Milieus genauso wie sehr konservative Milieus. Und das ist sozusagen unabhängig, wo die Menschen letztendlich herkommen. Da muss man mehr die einzelne Person sehen. Und es gibt auch hier in Deutschland diejenigen, die da sehr, sehr gut mit Frauen umgehen und die wiederum gar nicht gut mit Frauen umgehen. Und das gibt es auch unter deutschen Männern. So, und das hat überhaupt nichts mit der Nationalität oder auch mit der kulturellen Herkunft zu tun. Das ist wirklich individuell. Es gibt kulturelle Unterschiede zwischen Nationen, das ist schon mal ganz klar. Ansonsten würde es überhaupt gar keinen Fortschritt geben in der Frage von Frauenrechten. Also wenn es keine Unterschiede geben würde zwischen Kulturen in Bezug auf den Umgang mit Frauen, wäre die Progression der Fortschritte von Frauenrechten auch gar nicht messbar. Also ganz logisch gesehen.
Aber das ist die eine Antwort. Die zweite Frage ist, ob der Mann einer Kultur die Männer einer anderen Kultur verdrängt. Und das ist wieder, diese Frage hat wenig mit der Kritik am Umgang von Maskulinität in der Gesellschaft zu tun, sondern kommt eher aus der Seite der Ecke der identitären Rechten. Also ich würde diese Sachen nicht vermischen. Also es gibt immer, sagen wir so, Überlappungen von Gedankenströmen. Aber man muss auch aufpassen, sie selber auseinanderzuhalten. Also wenn die identitäre Rechte bestimmte Ansätze teilt mit Gruppen, die kritisch sind der Gesellschaft gegenüber wegen einem bestimmten Umgang, darf man diese Sachen nicht unbedingt in einen Topf werfen. Also, um deine Frage zu beantworten, nein, ich halte nichts davon, dass Menschen andere Menschen verdrängen. Ich denke, dass es in bestimmten Kulturkreisen schon so ist, dass ein bestimmtes misogynes Verhalten gegenüber Frauen propagiert wird. Also der Meinung bin ich, ob das jetzt, weiß ich nicht, im orientalischen Raum ist oder in Afrika. Das ist einfach etwas, was mit den gesellschaftlichen Vorstellungen in diesen Orten zu tun hat. Und diese Menschen, auch wenn sie nach Deutschland kommen, haben es wahrscheinlich schwierig oder sehen es als schwierig an, sich dann unsere liberalen Werte hier anzupassen. Aber bezüglich auch der Gefahr, die du anfänglich angesprochen hattest, also ich kann diese Gefahr der europäischen Männer nachvollziehen, aber ich finde nicht, dass es jetzt zu einem Austausch kommt, wie zum Beispiel die Identitären das argumentieren. Ich denke nicht, dass das der Fall ist. Aber ich denke, dass wir als Gesellschaft viel zu tun haben werden, diese neuen deutschen Bürger, sage ich mal, unsere demokratischen Wertvorstellungen beizubringen. Das wird ein langer Prozess, denke ich. Also ich habe diese Meinung sehr oft gehört von vielen bekannten Männern und ich halte das ehrlich gesagt für Ängste, die diese Männer persönlich haben. Also von der Frauenseite glaube ich eher kaum, dass es nach Nationalität geht. Ich denke mir, dass die Frauen doch nicht so leichtsinnig und doch nicht so, die lassen sich nicht jetzt vom Äußeren blenden. Ich denke mir, es geht um die innere Werte mehr. Und da kannst du ja nicht sagen, dass die eine oder andere Nationalität mehr oder weniger davon hat. Zum Beispiel, ne? Einige sind jetzt netter, die anderen sind härter. Nee, das ist natürlich auch die Erziehung und die Kultur. Auch wieder die Leute, die hier aufgewachsen sind, deren Eltern hier schon geboren sind, aber Großeltern aus einem anderen Land kamen, was sind sie denn von der Nationalität? Das ist eben, also ich denke mir, es hat mehr mit der Erziehung, mit der Kultur zu tun und viel weniger mit dem Stempel im Pass oder so. Verliert denn nun der deutsche Mann seine Männlichkeit? Ein Mann, ein richtiger Mann. Wie sieht er aus? Was soll er tun? Soll er was beweisen? Gibt es eine stabile Männerrolle? Bisher haben wir viele Versionen, aber keine präzise Antwort. Und vielleicht liegt eben darin die Antwort. Wichtig ist zu begreifen, dass die Männerrollen, aber auch die Rolle der Frauen immer im Wandel waren. Seit dem Mittelalter wurden die Geschlechterrollen immer neu gestaltet. Sie unterlagen immer den Bedingungen von Raum und Zeit. Und ja, die sorgte schon damals wie heute für eine gewisse Unsicherheit. Und man strebte nach Stabilität. Diese aber ist nie zu erreichen.
Für uns ist klar, dass eben die Vielfalt der Genderrollen in der heutigen Zeit die Gesellschaft voranbringen kann. Und lasst uns nicht vergessen, wir sind vor allem Menschen und als solche sollte man Gleichberechtigung und Anerkennung genießen. Das ist der einzige Weg zu einer wahren Freiheit und Zusammenhalt einer so bunten Gesellschaft. Eines ist klar, radikale Bewegungen und Populisten beuten die Frustrationen und Ängste der modernen Gesellschaft aus. Sie spielen mit den Unsicherheiten und Ängsten der Menschen, sowie in dem Fall mit der sogenannten Verlust der Männlichkeit. Ihre Lösungen sind oft verwurzelt mit der Vergangenheit und den alten, verstaubten Regeln aus diesen Zeiten, die Sie, die Populisten, heute im Jahre 2019 anwenden wollen. Aber die Geschichte selbst hat uns gelehrt, wohin solches Gedankengut führt. In Konflikte, Kriege und Gewalt. Denkt darüber nach und sagt uns eure Meinung zu diesem Thema. Abonniert unseren Kanal, gebt uns einen Daumen nach oben. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Sprich aus!